Du hast mir nie was gesagt. Du sahst aus wie so ein Pinsel. Ich möchte dazu nichts sagen. Ich bin ganz ruhig, ne? Hi und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Und zwar reagieren wir auf unsere ersten TikToks, die wir hochgeladen haben. Es ist super unangenehm. Ich weiß auch gar nicht, warum wir die überhaupt noch drin haben, aber wir haben es halt einfach noch drin. Ich glaube, wir werden das bereuen. Wir werden es auf jeden Fall bereuen. Und jetzt guckt man sich das an und denkt sich so, Alter, was haben wir uns dabei gedacht? Deswegen würde ich gar nicht so viel rumschnacken. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Let's go! Das erste TikTok. Ist nicht das allererste, was wir hochgeladen haben, aber so das dritte, weil das allererste geht nicht wegen Sound. Hey, Schatz. Ist das mein Pulli? Babe, wir sind zusammen. Was deins ist, ist meins. Was meins ist, ist meins. Ach du Scheiße, ey, guck mal. Seht ihr das? Seht ihr meine Haare? Was ist da passiert? Da hast du auch noch keinen Bart gehabt. Doch, drei Stoppeln. Die Regel gilt immer noch. Was seins ist, ist meins. Was meins ist, ist meins. Also das haben wir seit... Da hat sich echt noch nichts getan. Du hast immer noch meine Pullis an. Kleiner Side-Fact, wir haben ganz lange nicht unsere Stimme benutzt bei TikTok, weil wir das unangenehm fanden. Ich dachte, nein, unsere Stimme, ich kann das nicht hören. Das hört sich eh keiner an. Ich könnte es nicht anhören, deswegen machen wir lieber weiter, weil es wird so unangenehm. Ich finde es schlimm genug, wie ich da aussehe. Du hast mir nie was gesagt. Du mir auch nicht. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten. Wir haben immer so Lip-Sync gemacht. Entschuldigung. Kleines Kerlchen. Hallo. Ach, das... Sei nicht unhöflich, sag hallo. Hallo. Sein Sohn Klitschko. Nemo. Ist entführt worden und zwar nach... Sydney. Ja. So, aber ich fand es witzig. Das war eigentlich schon ganz cool. Das war eigentlich schon ganz cool. Das hat mir auch Spaß gemacht, das zu machen. Aber deine Haare. Das war die Zeit, in der man ja nicht zum Friseur gehen konnte. Ihr wisst Bescheid und so. Stimmt. Aber kein Mensch, an alle Menschen, die mich gesehen haben, kein Mensch hat was gesagt, dass meine Haare 3 Kilometer Wellen sind. Du auch nicht. An die ganze Familie. Danke, dass ihr nichts gesagt habt und es auch alles so hingenommen habt. Du sahst aus wie so ein Pinsel. Wie ein Pinsel? Ja. Wie ein hoffnungsloser Fall. Ja, auf jeden Fall, jetzt abgesehen von den Haaren, war das, glaube ich, mal... Abgesehen von den Haaren. War das ein Video, was, glaube ich, noch ganz akzeptabel war in also der Also die Anfang. Haare sind das Schlimme gewesen. Ja. Wenn du sagst, abgesehen von den Haaren. Ja, abgesehen von den Haaren war das ein Video, was noch ganz akzeptabel war in der Anfangszeit. Was sagst du, Damon? Ich lege mir vielleicht bald eine eigene Heldenfrisur zu. Liam, hast du Kacke in der Hose? Nein. Nein. Echt nicht? Oh, das ist so unangenehm. Was haben wir uns dabei gedacht? Das war deine Idee. Nein. Doch, glaubst du, ich stelle mich freiwillig dahin und sage, ich habe Scheiße in der Hose? Warum? Das ist wie so ein Witz, den du doppelt erzählst. Erstes Mal findest du ihn witzig, erzählst ihn nochmal, merkst du, wie scheiße er eigentlich ist. Das ist so ein Witz, der auch beim ersten Mal nicht witzig ist. Willst du mit mir essen? Oh. Wärst du hübscher, hätte ich ja gesagt. Wär ich hübscher, hätte ich dich nicht gefragt. Oh, 1:0 für dich. Also wir müssen festhalten, das war das erste Video von uns, was über 1 Million hatte. Das ist viral gegangen damals und alle haben geschrieben, warum du vom Balkon in die Wohnung reinguckst. Ja, Storytelling ein bisschen nicht ganz verstanden. Wenn du dir das mal im echten Leben vorstellst. Stell dir vor, ich chill auf dem Sofa und auf einmal kommt so ein Typ und guckt einfach zum Fenster rein und so, ey, willst du mit mir essen gehen? Da würde ich jetzt nicht mal antworten, da würde ich direkt die Polizei rufen oder so, ich weiß auch nicht. Jetzt kommt das erste TikTok mit unserer Stimme. Echt? Mhm. Unangenehm. Pass doch auf, Mann. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht, habe ich gesagt. Machst du das mit Absicht oder was? Gesessen. Weißt du, was in deiner Tasche alles drin war? Ihr wisst doch, Frauenhandtaschen, da ist alles drin. Das hat so geschallert. Wie habe ich es geschafft, so ernst zu bleiben? Dann weißt du, ich kann mich auch noch so gut daran erinnern, jeder zweite Kommentar war so, CEO of, es reicht. Du hast die ganze Zeit nur gesagt, es reicht. Es reicht, es reicht. Aber es war schon sehr lustig. Also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, für deine Seite war das vielleicht lustig. Mhm. Ich möchte dazu nichts sagen. Willst du nichts sagen?
Aber Bruder wahrer Begebenheit, oder? Ich enthalte mich. Was? Können wir mit dem nächsten weitermachen? Ey, nein! Das ist ein Video, so, ups, wir haben es veröffentlicht. Nach die Tonlage, ja. Habt ihr gesehen, wie er seine Chips-Hände über dem Sofa, wie du die Chips-Krübel da einfach verteilt hast? Du musst ganz ruhig sein, du bist jetzt in Zukunft immer so. Jetzt ist sie diejenige. Ja, aber du hast es früher gemacht, so schön die Chips rein und so. Ja, weg. Aber es ist doch scheiße, wenn du eine Fernbedienung so anfasst. Lieber du machst einfach so. Ja, aber was sagen wir zum Video? Ach so, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, jetzt kommt das TikTok, was am meisten viral gegangen ist für uns, auch Stand jetzt. Also es gibt kein Video, was viraler gegangen ist als das. Schauen wir es uns an. Ja. Sprachen lernen. Babbel. Warum habe ich da einen Knutschleck an der Backe? Also diesen Lippenstift an der Backe. Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das war gar nicht so einfach, ne? Wir hatten halt auch keinen richtigen Stuhl, sondern nur den Gartenstuhl. Das hatte auch ganz viele so chinesische, japanische Kommentare. Das war italienisch, französisch, italienisch. Glaube ich, international gegangen. Ja, weiter geht's. Hey, wo wartest du die ganze Zeit? Ich warte. Ich habe 20 Euro bekommen. 20 Euro? Ja. Ich glaube, ihr habt 20 Euro gefunden. Nein, ich hab die bekommen von dem Typen dort. Der hat dir die einfach so geschenkt. Ja, für einmal auf den Po hauen, hat er mir 20 Euro gegeben. Für auf den Po hauen, 20 Euro? Ja? Hast du nicht ein paar Mal machen lassen? Ja, hätte ich eigentlich machen können, gell? Du hast mehr bekommen. Ich schwöre, richtig geil. Aber geil, ich gönn's dir. Komm, lass heimgehen. Ja. Geil, 20 Euro. 20. Und 20 Euro hat dir dafür auf den Arsch geklatscht. Ja? Voll geil. Bist du blind? Wieso? Wer war das? Der Typ, der da steht, hab ich doch gesagt. Wer war das? Ja. Hey! Ich bin noch am Ende raus und hab doch so hey geschrien. Und da war halt... Das stimmt, da stand wirklich jemand, der geguckt hat. Da hab ich gedacht, ich hab den angeschrien. Meine Reaktionszeit war bei dir in dem Video eh wie so von so einem Faultier. Ne? Much, much, much later. Kann man mal machen, ne? Dass ich allein gehen musste. Was denn? Hast du gefunden? Du wolltest mich verarschen, hä? Wir haben nur normale. Das gibt's mit Erdbeergeruch. Es gibt's nicht mit Erdbeergeruch. Ich hab da drin einen Aufstand gemacht, hab die halber angeschrien, die eine lacht mich behindert aus. Es gibt's nicht. Verarschen kannst du jemand anderes. Hast du einen Aufstand gemacht? Wieder, ich hol dir nie wieder irgendwas. Ach, Baby, das gibt's wirklich. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin ganz ruhig, ne? Erstens habe ich ja alles geglaubt bei den Sachen. Zweitens, manchmal hast du mich auch Sachen holen lassen, die es auch gab. Mit Erdbeergeruch. Woher soll ich das wissen? Das ist eine Abteilung bzw. ein Bereich, den ich nie... Warum soll ich den betreten? Weiß ich nicht mal. Und ist auch nicht, dass ich mich jetzt darüber informiere. Ich weiß bloß, es hat verschiedene Farben, also kann das gut möglich sein. Was? Bei Kondomen und so gibt es doch auch. Hallo, Schatz. Hallo. Was? Ich habe irgendwie so Bauchschmerzen. Oh, okay. Ich glaube, ich bekomme meine Tage. Oh, okay. Das ist jetzt nicht lustig, ich habe auch seit gestern so Heißhungerattacken. Oh, okay. Und hast du mehr gezogen? Oh, okay. Was? Oh, okay. Ich glaube, ich will ein Eis. Oh, okay. Oder soll was mit der Eisdiele holen? Oh, okay. Schatz, es ist nicht lustig. Das krampft wirklich. Du würdest richtig verrecken bei den Schmerzen. Oh, okay.
Was? Oh, okay, ich geb dir gleich Oh, okay. Oh, okay. Alter. Ich raste gleich aus. Was? Oh, okay. Oh. Das war mich schon aggressiv beim Angucken. Das Ding ist, ich fand das so cool, dass ihr da immer gesagt habt. Wir haben so eine Zeit lang gehabt, da habt ihr mal entschieden, was für ein Wort als nächstes. Und dann haben wir da quasi, hast du mich damit geprankt. Ich bin dann noch relativ ruhig geblieben. Vor allem in Real Life ist es auch so, dass du manchmal einfach nur sagst, oh, okay. Ich knalle jedes Mal die Autotür zu und teste seine Reaktion. Ich brauche die Parkkarte. Ja. Danke. Bitte. Alter, immer diese Tür zu knallen, ey. Lernst du. Was kann ich eigentlich? Ich hab meine Maske vergessen. Danke, Schatz. Bitte schön. Da ist doch kein Panzer, oder? Meine Tasche ist doch im Auto, ich brauch Geld. Gott sei Dank ist der Kopf angewachsen, ne? Ja. Danke. Bitte. Knallen hin oder her, da bin ich ja dabei, aber nicht beim Tür zu knallen, ey. Das Ding ist, du knallst immer Türen zu, so richtig tsch. Egal, also, ob Zimmertüren, Autotüren. Vor allem, wenn du dich aufregst, dann redest du immer schwäbisch. Nein, tue ich nicht. Das gibt einen Teil hin oder her, du, aber... ich rede nicht schwäbisch dann. Ja. Das macht meine Freundin jedes Mal, wenn wir Essen bestellen. Kannst du mir erklären, was du da machst? Hallo, das ist meins. Das sieht gut aus. Du kannst auch ein bisschen von mir haben. Ja, aber dann hättest du dir das doch selber bestellt. Ja, aber ich wusste nicht, dass deins besser aussieht. Okay, dann nimm. Das mit dem Essen ist immer noch so. Auch wenn wir im Restaurant was essen und seins sieht besser aus, dann esse ich bei ihm immer mit. Immer zack. Und dann musst du halt bei mir mitessen dann immer. Ja, wow, aber dann hast ja du im Endeffekt eher mein Essen gegessen als deins. Und ich habe dann eher dein Essen gegessen. Ja. Yeah. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten. Das letzte für dieses Video. Was? Ich sage meinem Freund, dass ich meine Tage bekommen habe. Schatz. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Warum? Habe ich was gemacht? Meine Engel-Teufelswoche fängt an. Deine was? Meine Engel-Teufelswoche. Was ist eine Engel-Teufelswoche? Ich habe meine Tage bekommen, Schatz. Ach, Herrje, der ungebetene Gast ist wieder da. Was machst du, Baby? Also, Blumen hast du schon, okay? Mhm. Wir brauchen Filme. Wir brauchen Schokolade. Wir brauchen Pizza. Pizza brauchen wir, oder? Mhm. Dann brauchen wir Decken. Haben wir Decken? Nein, wir brauchen Decken. Kuschelige Decken. Dann brauchen wir Liebe. Liebe brauchen wir ganz viel. Dann brauchen wir keinen Stress und zum Schluss Eis. Bero, ich besorg's. Vor allem die Liste am Ende einfach liegen gelassen, die du dir geschrieben hast. Ja, stimmt. Aber du hast richtig süß reagiert. Ich habe aber immer, wenn du was hattest, habe ich immer danach geguckt. Und jetzt habe ich es aufgegeben. Nein, du machst es nicht. Nein, Spaß. Das ist auch, glaube ich, so dieses erste Sprechvideo gewesen, was so viral gegangen ist. Also quasi mit unserer eigenen Stimme. So. Es war aber auch eine Überwindung zu reden. Also jetzt haben wir uns beide selber exposed mit unseren Videos, die wir am Anfang Das war nur ein Teil davon. Also, da gibt es noch schlimmere. Manche konnten wir wegen dem Sound nicht nehmen. Ja. Also könnt ihr auch gerne nicht nachschauen. Manche von euch schreiben uns, hey, ich kenne noch das und das Video oder schicken uns das. Und denkst so, what the fuck, wie lange seid ihr dabei? Wie lange ich schon dabei sind, ist teilweise wirklich richtig, richtig krass. So, an der Stelle müssen wir auch nochmal Danke sagen, dass ihr so eine krasse Community seid. Wir schätzen das so sehr. Und keine Ahnung, es ist wirklich krass. Wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir euch in der Stadt sehen oder was weiß ich, irgendwo sehen und miteinander reden. Ich brauch doch nie Angst haben, muss man echt mal sagen. Ja, wir machen auch voll gerne Bilder mit euch und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen... Jetzt wird's emotional. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zum Lachen bringen mit unseren komischen Videos, die wir am Anfang hochgeladen haben. Auf jeden Fall lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video nicht gefallen hat. As always, Videowünsche in die Kommentare. Es kommen richtig coole Formate auf euch zu, aber haut trotzdem noch Videowünsche rein. Ja, und dann würde ich sagen, bye, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war die dümmste Idee von dir.
Sollen wir es hochladen? Ich weiß nicht. Meine Haare vor allem. Ohne Witz, keiner von euch hat was zu mir gesagt. Doch, ich durfte sie aber nie schneiden. Du hast sie einmal geschnitten, dann war hier alles weg und oben war noch so. Ja. Ich sah aus wie, keine Ahnung, so aus Amerika und so jemand. Amerika. Amerika.